in der Stadt? Der letzte Teil kostet. Leute fragen, wie viel kostet denn ein Strohballenhaus? Und dann behaupte ich jetzt, ein Strohballenhaus kostet 1500 bis 2500 Euro pro Quadratmeter. Ja, pro was denn? Ist das pro Quadratmeter Wohnfläche oder Nutzfläche oder BGF oder was denn? Und ist da, was ist da drin? Ist da die Eigenleistung, sind die damit eingerechnet? Ist das Grundstück mit drin? Sind die Fachplaner mit drin? Ist die Haustechnik mit drin? Also wenn ihr so einen Preis habt, dann müsst ihr wissen, woran der sich orientiert. Was ist die relevante Größe? Und da gibt es natürlich eine DIN-Norm für. Wir haben für alles Normen und das ist nicht immer schlecht. Ja? Aber da kann man mal reingucken und gucken, ob da vernünftige Sachen drinstehen. Zum Beispiel in der DIN 276 ist erklärt, was in den Kosten beinhaltet ist und wie man das aufschlüsselt. Und es gibt 7 Kategorien. Das sind die 100er bis 700er Kategorien. Und jede von diesen Kategorien ist ein Element vom Bauen zugeordnet. Fängt an beim Grundstück. Herrichten und erschließen, Bauwerk, Baukonstruktion, also das ist alles das, was das Gebäude ausmacht. 400er sind alle, die ganze Haustechnik. Ja? Lüftung, Heizung, Sanitär, das sind die 400er Kosten, 500er Kosten sind Außenanlagen, 600er Kosten Ausstattung, ganzen Möbel, Kunstwerke, was weiß ich was. Und Baunebenkosten, das sind die Honorare. Ja? Das kann man auflisten. Das kann man, da gibt es auch noch Unterkategorien in den einzelnen Positionen und da gibt es riesen Tabellen, kann man alles nachgucken. Wenn man das hat, dann weiß man, okay, die Kosten wurden nach dieser DIN erstellt und man weiß, welche Kostengruppe in den Kosten enthalten ist. So, also wichtig, das ist die Essenz, merkt euch, wenn jemand sagt, ein Haus kostet so und so viel, kriegt raus, was ist da jetzt in diesen Kosten enthalten und wenn ein Haus besonders billig ist, also so in dieser Range 1500 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche, dann seid euch klar, dass da eine Menge Eigenleistung drin steckt und die nicht in den Kosten aufgeführt ist. So. Also, auf was bezieht sich der Preis? Wo wurde gebaut? Auch relevant, weil je nachdem, wo du baust, sind die Preise auch unterschiedlich. Und wann? Konjunktur, im Moment geht der Punk ab, die Handwerker sind teurer, ne? So, das spielt ja auch alles eine Rolle. Und nicht zu vernachlässigen der Aspekt, ob das ein Brutto- oder Nettopreis ist. Sollte man drauf achten. Ja? Und das Geldthema ist immer Qualität, Zeit und Kosten. Und man kann nicht das super Designhaus bauen für ganz wenig Geld und das soll am besten morgen fertig sein. Das geht nicht. Das ist immer ein Dreierspiel und wenn man an einem Schräubchen dreht, dann ändert sich was anderes. Da muss man sich einfach klar sein. Ja, mal so damit einem das bewusst ist. Und das denke ich mir nicht aus. Das sind einfach Fakten. Gibt die BKI-Kostentabellen. Da kann man mal reingucken. Und da sieht man alle Häuschen. Einfamilienhäuschen, Schulen, große Häuser, kleine Häuser, Einfamilienhäuser mit Keller, ohne Keller, hoher Ausbaustandard, niedriger Ausbaustandard. Und da kann man mal reingucken und da sieht man, was so ein Haus normalerweise kostet. Und das, was ich jetzt alles sage, das ist allgemeingültig. Das ist nicht nur das Allgemeingültige betrifft nicht nur den Strohballenhausbau. Ne? Wenn man wissen will, was so ein Haus kostet normalerweise, dann guckt man in diese Tabellen rein. Und alle, die der Meinung sind, das geht billiger, dann muss ich den euch leider sagen, nein, geht nicht. Zumindest nicht hier. Ja? Wenn er irgendwo nach Griechenland auswandert oder nach Ecuador in Urwald und da euch eine Hütte baut, okay. Das geht wahrscheinlich. Und die alles selber macht. Ja? Aber wir wohnen hier halt im Land, wo das geregelt ist und auch zu Recht geregelt ist, damit nicht jeder baut, was er will. Da braucht man halt eine Baugenehmigung, da braucht es einen Architekten, da braucht es ein paar Fachplaner, weil Bauen ist komplex. So. Und um diese Komplexität abzubilden und greifbar zu machen, gibt es Leute, die sich für eine Sache spezialisiert haben. So. Und ich bin derjenige, der das ein bisschen
koordiniert und ich will natürlich auch bezahlt werden. Das ist so logisch. Und wenn ihr meint, euer Haus selber bauen zu können, dann macht. Ja, wie alle Dinge kosten die Sachen Geld und ich will mein Haus natürlich auch so günstig wie möglich bauen und das werde ich euch auch zeigen dann, wie ich das mache oder wie ich das geschafft habe, aber ich bin halt Architekt. Ja? Ich kann meine Leistung ja schon mal quasi nicht, muss ja erstmal nicht bezahlen, ich muss nur die Zeit dafür aufbringen und mein Leben irgendwie finanzieren können. So, ne? Also guckt da mal in diese BKI rein, das ist nicht uninteressant und da steht nämlich zum Beispiel auch drin, dass der Kostenanteil der Außenwände ungefähr 25% nur ausmacht. Ja? Und wenn man da jetzt irgendwie wahnsinnig viel spart oder auch mehr bezahlen muss, je nachdem, was man für Materialien benutzt, dann ist das für die Gesamtsumme nicht so gravierend. Ja? Die Dämmung ist ja auch wieder nur ein Teil von der Außenwand. Aus der Kostengruppe 300 und 400er wohlgemerkt, ja? Nicht aus der Gesamtbausumme, nur aus den 300 und 400er Kosten sind die Außenbauteile machen nur 25% aus. Und davon die Dämmung ist ja auch nur ein Teil der Außenwand. Da gehört ja die Konstruktion dazu, die Verkleidung, eventuell irgendwelche Dampffolien oder Sperren oder was auch immer, irgendwelche Lattungen, Verkleidungen, Farbe. Das ist ja ein Riesenpaket. Und von diesem Paket haben wir hier jetzt, vielen Dank an Dirk Sharma, vielen Dank an Delta Grün, dass ich die Zahlen verwenden darf. Ja. Hier sieht man mal, was so eine Wand mit einem U-Wert von 0,15, also das ist der relevante U-Wert, um zum Beispiel ein Passivhaus zu bauen, wenn man das denn möchte, was die kostet, inklusive Putz und Konstruktion. Im Vergleich zu einer Holzrahmenwand, die Zellulose gedämmt ist. Und da liegen wir bei 300 Euro, 308 Euro um genau zu sein, also sagen wir mal 310 Euro und ist somit die teuerste Wandkonstruktion. Haha, wer hätte das gedacht? Ja? Eigentlich kann man sagen, wenn ich mit ein Haus mit Stroh dämmen möchte, dann kann ich davon ausgehen, dass ich 2-8% mehr ausgeben muss. Laut ihm. Der Aussage würde ich mich aber erstmal schließen. Wer hat einfach so viel Strohballenhäuser gebaut, der wird wissen, von was er redet. Und ich setze aber noch einen drauf. Wer Wert legt auf einen hohen ökologischen Standard und nur natürliche Materialien verwenden will, der wird eher noch ein bisschen mehr bezahlen. Ja? So, das geht natürlich auch billiger. Ja? Wenn ihr einen Baugrund habt und da Lehm drin ist und ihr den verwenden wollt, da gibt es aber natürlich kein Zertifikat für. Das müsst ihr ausprobieren, müsst ihr alles selber machen. Dann könnt ihr den Lehm günstig bekommen. Und wenn ihr einen guten Bauern habt und euch das Zeug holt, dann könnt ihr auch sehr billig drankommen. Natürlich, das geht alles billig. Aber in der Regel ist es schwierig. Also wenn ich jetzt ein großes Projekt bauen müsste, dann müsste ich ja erstmal jemanden finden, der in der Lage ist, mir das Stroh zu liefern. Denn ich möchte jemanden finden, der in der Lage ist, das einzubauen. Das wird jetzt immer mehr und es gibt immer mehr Leute, die das interessiert. Aber im Moment ist es eher schwieriger. Das heißt, alle haben einen Mehraufwand. Windig. Alle haben einen Mehraufwand, was dieses Bauen angeht. Und das bildet sich auch in den Preisen ab. Also der Markt ist einfach noch nicht da. Ja? Ich kann nicht ein Haus planen. Normalerweise plane ich das und schreibe das aus. Die Ausschreibung, die beinhaltet Text, was wird in diesem Haus verbaut und Pläne. Und derjenige, der es bauen soll, der Zimmermann oder derjenige, der die Isolation einbaut, der macht mir ein Angebot auf Grundlage der Ausschreibung. Wenn ich diese Ausschreibung jetzt rausschicke, da gibt es doch nur eine Handvoll Firmen, die in der Lage ist, so ein Strohhaus zu bauen. Angebot und Nachfrage, ne? Ihr wisst Bescheid. Also das wächst ja gerade erst alles. Bla bla bla. So. Und hier, das ist die Magic-Tabelle jetzt. Gesamtherstellungskosten brutto pro Quadratmeter netto Grundfläche. Ja? Und da fängen die Preise an von 1.300 bis 2.100 Euro, sagen wir mal so. Und das ist schon ganz schön optimistisch. Das ist schon ganz schön niedrig, die 1.300 Euro. Das geht nur, wenn man sehr, sehr viel Eigenanteil da reinbringt. Also viel selber macht und möglichst viel selber macht und eigentlich am besten ganz viel selber macht. Und
so ein realistischer Wert, der ist, da würde ich sagen, man landet man bei 2000 Euro. Aber nicht runter, eher höher. Ja? Und wenn man ökologisch bauen will, dann geht's bei 2300 Euro los, würde ich sagen. Das sind realistische Zahlen, mit denen könnt ihr arbeiten. Wenn ihr Handwerker seid, wenn ihr Planer seid, wenn ihr irgendwo Kompetenzen habt, dann geht das natürlich billiger, wenn ihr billig an die Baustoffe rankommt, wenn ihr das Stroh selber lagern könnt, wenn ihr es selber produzieren könnt. Wenn ihr Maurer seid, dann braucht ihr kein Strohhaus bauen, dann mauert ihr euch natürlich euer Haus. Ja, so. Wenn ihr durch eure Kompetenz und Können euch keine anderen Leistungen einkaufen müsst, dann könnt ihr natürlich sparen, logisch. Aber für normale Häuslebauer, sage ich mal, die so ein Familienhäuschen im Vorort von Darmstadt haben wollen, 2000 Euro pro Quadratmeter. Ja? Dann ist es realistisch. So. Und für alle anderen, ja, es geht billiger, ja, aber nicht hier in der Stadt. Wenn ihr da irgendwo so eine Gartenhütte euch hinballert, ja, und alles selber macht, und dann kann man da auch runtergehen. Sehr wahrscheinlich. Ja. Dann wären wir durch. Soweit.